Guten Abend, es geht los, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Stay the Fuck Home Show am 1. April 2020. Es ist Teil 17, Tag 17, die 17. Show. Gestern habe ich ein kleines Päuschen gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gut überlebt. Vor allem, es klingt wirklich so, es fühlt sich so ewig an irgendwie. So, ach ja, vorgestern die letzte Show. Ich habe es echt ein bisschen vermisst. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich habe es mir auch lauschig gemacht gestern und jetzt bin ich ja wieder hier. Deswegen alles gut. Ihr seht auch, es ist T-Shirt-Zeit, habe ich beschlossen. Es ist scheißegal, ob es draußen Minusgrade hat, die Sonne scheint. Es ist T-Shirt-Zeit, meine Damen und Herren. Und ihr merkt auch, fusselfrei. So, ich habe extra nochmal geguckt, weil das war ja das letzte Mal das große Thema. Lustigerweise, jetzt hängt hier nämlich ein Fussel auf meinem Display. War ja das große Thema, ich habe die selbstgemachte Gesichtsmaske angelegt und danach hatte ich erst hier einen Fussel, dann da einen Fussel und im Bad auch noch einen Fussel. Und dann war ja hier, was los, mein Gott. Da machst du dir, weißt du, da machst du dir einen halben Tag Gedanken drüber, über die Show, was du erzählen könntest, was die Leute fragen könntest, und dann liest du nur so: Fussel, da ist ein Fussel, da ist ein Mann, den Fussel weg. Egal. Jetzt bin ich hier und ja, wir haben echt eine tolle Show. Ich habe heute Bastian Bielendorfer in der Show und freue mich tierisch auf ihn. Er hat gerade noch mit Micky Beisenherz geplaudert, habe ich gesehen. Der wird heute einfach einmal durchgereicht quasi und dann hat er es aber auch hinter sich. Vielen Dank auch fürs Feedback zu eurer letzten Show. Oh, hier klingelt es an der Tür. Ich hoffe, da geht jemand ran. Vielen Dank fürs Feedback zu eurer letzten, zu unserer letzten Show. Ich hatte ja gefragt, was man sich denn so zu Hause Schönes mixen kann, wenn man alles im Schrank hat eigentlich und nie Cocktails macht. Und da hat mir jemand ein Cocktail, also nee, ein Shot ist es eigentlich, ein Springbocky. Könnt ihr das sehen hier? So, unten grün, oben weiß. Es sieht abenteuerlich aus, muss ich sagen. Vielen Dank. Ich hab leider die Zutaten nicht zu Hause, fürchte ich. Es klingelt immer noch. Ich hoffe, mein Mann geht ran. Aber es sieht so ein bisschen aus, ich finde, kennt ihr Spatzenhirn? Das ist eine fiese Scheiße. Spatzenhirn, das ist, glaube ich, was ist denn das? Das ist, glaube ich, irgendwie auch Baileys in Korn oder sowas. Das wird so langsam da reingeträufelt und dann sieht das aus wie ein kleines Gehirn. So, das ist richtig fies. Das habe ich einmal getrunken, nie wieder. So, guck mal hier. Hier kommen doch schon die Menschen. Vielen Dank fürs Versüßen des Abends. Sehr. Oh, was ist das Grüne? Mein T-Shirt. Ach so, nein. Du meinst den Ode Meester, glaube ich, ist das. Ode Meester, Pfefferminz, irgendwas. Und obendrauf Amarula oder Baileys, geht bestimmt auch. So. Und alle anderen Liköre, die ich jetzt nicht nennen möchte. So, ich möchte euch noch was empfehlen, weil vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte ja eine Folge zum Thema My Queer Quarantine. Und da war der wunderbare Christian Ritter mit dabei. Und Christian Ritter hat jetzt seinen eigenen Story-Podcast aufgezogen. Uns ist allen sehr langweilig, ich habe es vielleicht gemerkt. Das heißt, er liest jeden Tag eine Geschichte, die ihr dann bei Spotify hören könnt, zum Beispiel. Gebt einfach mal ein im Internet, Christian Ritter, Rittergeschichten, Story-Podcast, dann werdet ihr das hören. Er liest unter anderem aus seinem sehr tollen neuen Buch, Birgit und Berlin, oder? Wie heißt es? Hilf mir mal, Christian, falls du zuguckst. Birgit und Berlin, glaube ich, heißt es. Ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe es schon gelesen. Und daraus sind ein paar Geschichten dabei. Und er liest aber auch neue Geschichten, die er jetzt extra in der Zeit der Quarantäne oder wie man es nennen will, geschrieben hat. Und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Große Empfehlung. Was habe ich noch für euch? Arnold Schwarzenegger hat ein neues Video gemacht, aber ja, leider ohne Whisky und Lulu. Insofern ist es einfach nur der halbe Spaß, ganz ehrlich. Er steht da irgendwo in der Pampa mit seinem, keine Ahnung, was das ist, ein Jeep oder was, und hat irgendwie Gewichte dabei und zeigt, wie er trainiert. Ist ja aller Ehren wert, aber es ist halt so: Oh, we do some exercise, it's cool, let's do something every day. Aber ich denke mir halt die ganze Zeit: Wo ist Whisky? Wo ist Lulu? Es macht keinen Spaß, einfach nur so zu gucken. Was schreibt ihr noch? Hier schreibt jemand: Markus, ich gebe eine Außenrunde Austern. Alles klar, könnt ihr behalten. Falls das jemand nicht weiß, ich habe in meinem Buch 20.000 Reiseleiter eine Geschichte drin, die heißt Die Rache der Auster, weil ich in Südfrankreich eine Auster gegessen habe, mehrere Auster gegessen habe, die nicht mehr so ganz genießbar waren, würde ich sagen. Und dann bin ich einfach mal kurz im Wohnmobil kollabiert. Beziehungsweise nicht einmal, sondern dreimal. Und hatte echt das Gefühl, jetzt ist es vorbei. So, und ich musste meinem Mann anschließend versprechen, dass ich nie wieder Austern esse. Ich habe es seitdem auch durchgehalten. Es sind 3 Jahre jetzt.
Und man muss auch einfach mal sagen, ein Leben ohne Austern ist möglich, tatsächlich. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist möglich. Es geht. So, was schreibt ihr noch so alles? Schreibt doch mal, was ihr gestern getrieben habt irgendwie. Es ist ja, ich war ja am Puzzeln. Ich habe das Puzzeln wieder entdeckt. Mein Gott, man wird echt. Irgendwie Christian Huber hatte das, glaube ich, mal bei Gefühlte Fakten empfohlen. Und ich finde es total geil. Es ist mega entspannend. Du sitzt da und puzzelst vor dich hin, stumpf. Fand ich toll. So, hier schreibt noch jemand. Och, guck mal, ich habe es auch vermisst. Das ist doch schön. Wir haben dich auch vermisst. Ich habe Hefe. Juhu. Da ist aber die Frage, ob du auch Mehl hast, liebe Nicolin. Weil darauf kommt es mittlerweile an. Hefe kann ja jeder selber machen. Ihr erinnert euch, ich habe ja auch noch die Datteln auf dem Schrank stehen. Mehl, das ist das neue Toilettenpapier quasi. Guten Abend, Markus. Gestern hat was gefehlt. Das ist sehr süß von euch. Ich habe es auch vermisst, muss ich zugeben. Ich gehe noch ein bisschen durch. Heißt das nicht Bielefeld? Da habe ich, glaube ich, den Anschlussgag jetzt verpasst. Es tut mir leid. Hallo Markus, Grüße aus Pupsdorf. Das gibt's wirklich, Pupsdorf. Das weiß ich doch, da war ich doch mal. Bin ich da aufgetreten? Helf mir mal gerade. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, genau, hier hat schon jemand geschrieben, siehste, Pfeffi ist das Grüne nämlich. Und was haben wir noch? Du siehst dünner aus. Ja, weil ich weiter weggehe. Man hat mir geschrieben, ich soll gefälligst... Man schreibt mir ständig irgendwelche Aussehenstipps und sonst was. Und man hat mir geschrieben, geh gefälligst ein bisschen weiter weg von der Kamera. Du siehst aus wie eine... Was haben sie geschrieben? Wie einer von diesen Fußball-Action-Figuren, die immer so einen großen Kopf haben und so einen kleinen Körper. Was ihr ja nicht wissen könnt, so sehe ich tatsächlich aus. Das ist ziemlich genau meine Figur. So ein Kopf und so ein Körper. Naja, ach guck, meine Schwägerin ist auch da. Schöne Grüße, freue ich mich. Animal Crossing Spiel, ja, da müssen wir jetzt mal drüber reden. Da muss ich gleich mal gucken, ob der Basti das vielleicht auch spielt. Weil ich habe das ja angefangen und ich habe da jetzt eine Woche gespielt. Aber da passiert ja wirklich überhaupt nichts. Also wirklich, du läufst auf dieser scheiß Insel rum und kannst irgendwie dir eine Schaufel bauen und Erz suchen. Und dann läufst du wieder auf dieser Insel rum, ne? Ist so mittelspannend, würde ich jetzt mal sagen. Ich versuche nähen zu lernen. Sehr löblich kann man Mundschutz nähen. Hat mein Mann ja gemacht und die nächsten sind schon in Produktion. Was haben wir noch hier? Och, guck mal hier. Ich bin heute Nacht wachgerufen worden wegen Geburt meines Patenkindes. Ganz herzlichen Glückwunsch. Das ist ja toll. Was ist es denn? Mädchen, Junge und wie heißt's? Darf man das sagen? Was macht die Hefe? Sie gärt vor sich hin. Schreibt jemand, ich habe Klopapier. Bonsensau. So. Und ja, was wollte ich euch noch erzählen? Das Fringe Festival ist abgesagt. Jetzt bin ich allmählich richtig sauer auf den scheiß Coronavirus, das kann ich euch sagen. Fringe Festival in Edinburgh. Wir hatten drüber geredet. Ich liebe dieses Festival. Comedy einen Monat lang in der ganzen Stadt. Und es ist abgesagt worden. Leider. Wegen Corona. Richtig scheiße. Also wenn ich das Virus erwische, der kriegt echt links und rechts einfach mal eine geballert. Übrigens, morgen gibt es wieder eine Show. Mirja Böß ist morgen zu Gast. Ich freue mich tierisch drauf. Sie hat schon angedroht, sie will Musik machen. Ich lege schon mal die Melodika bereit. Und morgen werde ich auch einen Beitrag machen für WDR Weiterlachen. Falls ihr die Homepage nicht kennt, guckt da auch mal drauf. WDR Weiterlachen. Kurze Videos im Netz von Comedians, die auch sonst gerne mal beim WDR auftreten und gerade nichts zu tun haben. Die Videos für die WDR Weiterlachen-Seite machen. Und morgen mache ich da auch eins, das dann irgendwie am Wochenende, glaube ich, auf die Homepage kommt. Guckt euch das mal an. Achso, dann noch ein kleines ernstes Thema möchte ich kurz anschneiden. Und zwar, ich kriege sehr viel Feedback von euch, was mich tierisch freut, ganz ehrlich. Es ist auch sehr viel ehrliches Feedback dabei. Ich freue mich, wenn ihr es guckt und wenn ihr mir schreibt. Könnt mir immer weiterschreiben, info@markusbart.de. Ich kriege auch Feedback von Leuten, denen es gerade nicht so gut geht. Sei es finanziell, sei es persönlich irgendwie, sei es psychisch vor allem auch. Das habe ich auch schon öfters bekommen. Danke für eure Ehrlichkeit. Finde ich super, tatsächlich. Jetzt muss man nur dazu sagen, ich bin natürlich kein Psychologe. Ich bin kein Arzt. Ich kann euch nicht fachmännisch helfen. So, ich wünsche jedem von euch, dass es euch bald wieder besser geht und dass ihr diese Krise durchsteht. Nur ich kann euch da natürlich nicht professionell helfen. So, deswegen meine Bitte, wenn ihr merkt, irgendwie, mir geht es nicht gut, ich schlitter da in irgendwas rein, sei es eine Depression, sei es eine Angststörung oder sonst was, bitte nehmt Kontakt mit einem Arzt auf und macht das vor allem auch rechtzeitig.
sprecht euren, es reicht tatsächlich schon, wenn ihr den Hausarzt ansprecht. Tatsächlich. Ruft da mal an, wenn er denkt, es ist nötig, dann wird er euch weiterverweisen an die entsprechenden Stellen. Das möchte ich euch empfehlen. Und was ich euch auch empfehlen möchte, wir haben schon mal darüber geredet, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet ein Programm an, das heißt I Fight Depression. Das ist genau für diese Situation jetzt gerade 6 Wochen lang, glaube ich, kostenlos freigeschaltet. Da könnt ihr erstens mal rausfinden, ob ihr kurz davor steht, in eine Depression reinzuschlittern und wenn ja, was ihr dagegen tun könnt. Nutzt das, nutzt diese Angebote und wie gesagt, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, sprecht mit eurem Arzt. Er ist der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin und er oder sie kann euch sicher weiterhelfen. Das wäre mir sehr wichtig. So, und was habe ich noch? Über den Bachelor müssen wir auch noch reden. Das hebe ich mir jetzt mal auf für meinen Gast, glaube ich. Weil ich glaube, der ist nämlich schon da. Und das würde mich mal interessieren, ob der nämlich auch den Bachelor geguckt hat. Ich habe es natürlich nicht geguckt, aber ich hole ihn einfach dazu. Was soll der Quatsch? Ich freue mich doch eh schon die ganze Zeit drauf. Ihr freut euch auch auf ihn. Und deswegen schalte ich ihn jetzt mal dazu. Ist hoffentlich der Basti Bielendorfer. Oh, er ist tatsächlich da. Grüß dich, Basti, wie ist es dir? Hallo, ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe nur deinen Unterkiefer. Das ist doch viel schöner, dein ganzes etwas skurril. Magst du meinen Unterkiefer nicht? Doch, du hast ein sehr symmetrisches, schönes Gesicht, Herr Basti. Dankeschön. Eierkopf, ne? Was willst du machen? Kannst du nichts sagen. Hey, du gehörst zu den Menschen, die eine Minimalfrisur tragen können. Wenn ich das tragen würde, würde ich aussehen, als wäre ich gerade aus Stalingrad nach Hause gekommen. Hast du schon mal probiert? Hast du schon mal richtig kurz gehabt? Ich hatte einmal richtig kurz mit 14, weil ich Kopflose von meiner Mutter, die Grundschullehrerin war, abbekommen habe und das war echt nicht schön. Die Kopfläuse, ach, das musste, und dann musste alles abrasiert werden, oder was? Ja, also erst gab's. Hast du mal Kopfläuse gehabt? Nee, hatte ich nie, aber ich hatte mal lange Haare, das war auch scheiße. Ich glaube, Kopfläuse sind schlimmer als lange Haare. Ich hatte auch lange Haare, aber damals hatte ich eine normale Frisur und Kopfläuse, erst wird ein sogenannter Goldgeist aufgetragen. Das ist so eine Art Spiritus, das killt dann eigentlich komplett deine Frisur, dann ist eigentlich auch egal. Wenn das nicht hilft, dann wird durchgekämmt und wenn das nicht hilft, also mit so einem ganz engen Nistenkamm, nennt sich das, dann wird rasiert. Allein das Wort. Der Nistenkamm. Und das hat mich dann meine Frisur gekostet, wie du siehst. Das wäre nicht so gut. Viele Männer können das nicht tragen. Danke, dass du mich bei deiner Show begrüßt. Vielen Dank. Hallo, ja, schön, dass du hier bist. Ich hatte ja mal so eine Prinz-Eisenherz-Frisur. Ne? Ich weiß nicht, ob ich schon... Ach, hör auf! Gott, kein Scheiß, tatsächlich. Bis ich 19 war, so lange Haare, weil wir waren ja Hippies, weißt du? Ich hatte ja auch gebartigte Stoffhosen an und... die 60er, Markus, die 60er. Wir haben Hair als Musical aufgeführt in der Schule und da musste natürlich jeder auch lange Haare haben. Und dann hatte ich wirklich lange Haare, die gingen hier so runter. Das Problem war aber, dass sie ab hier dann so gingen. Das war die Scheiße. So, und dann, ja, es war richtig übel. Dann habe ich die immer so nach innen geföhnt, wieder mit so einer Bürste. Aber wäre es nicht denkbar gewesen, sie einfach hier zu beenden? Also war dieser Part wichtig für dein Selbstbild? Der war mega wichtig. Der war entscheidend, wenn du mich fragst. Weil bis hierhin warst du ja nur so ein komischer Popper. Ab hier warst du ein Hippie, weißt du? Deswegen, ach so. Markus, ehrlich gesagt, wo wir jetzt live im Internet sind, das schreiben auch gerade schon Menschen da drunter. Dass du mal ein Bild rausholen sollst. Du hast doch in dieser wundervollen Band hinter dir, hast du bestimmt ein Fotoalbum oder ein Bild davon hast. Nee, habe ich lustigerweise nicht. Die sind alle noch bei meinen Eltern. Aber ich habe meine Mutter hat mir, das suche ich mal raus für morgen. Morgen gibt es ein Bild von mir mit langen Haaren. Ich hatte das nämlich auch schon hier bei So weit dazu, im WDR hatte ich das schon verwendet. Das sieht richtig, richtig beschissen aus. Ich werde es morgen mal zeigen. War es denn eine, nennen wir es mal, Haarausfall-induzierte Entscheidung, eine Glatze zu tragen? Nee, es war eine rein faulheits-induzierte Entscheidung, würde ich sagen. Okay. Es war einfach mega stressig. Ich finde lange Haare unfassbar stressig. Und irgendwann habe ich sie dann einfach mit 19 komplett abrasiert. Und seitdem dachte ich mir dann auch so, dass es die letzte Frisur, die ich jemals tragen werde. Und das ist auch so. Also, ja, relativ easy. Ich hatte auch, bis ich 24 war, hatte ich lange Haare. Also wirklich lange Haare. Ich sah beängstigend aus. Das kann man nicht anders zusammenfassen. Ich habe irgendwann mal ein Bild, leider ist mein Handy jetzt hier in diesen Rahmen eingespannt, sonst könnte ich das zeigen, auf dem Handy, aber das ist ja jetzt gerade nicht möglich. Aber es stellt sich einfach vor, ich sah aus wie der Sänger von Simply Red, wenn man ihn mit Putenfett gefüllt hätte. Es war ganz schlimm. War ganz, ganz schlimm. Komplett mit Putenfett. Ich sah ganz durch den Ja, es war auch ein bisschen semi-geil.
Ich sehe gerade, ich habe mir hier so einen LED-Ring gekauft, damit die Beleuchtung besser ist. Oh, Bei dem, sehr was wir jetzt gut. da. Das sollte ich mir Ja. vielleicht auch mal kaufen. Guck mal, wie ich aussehe. Hast du so eine Taschenlampe da an Ich habe der zum Glück Armatur? meine Schreibtischlampe mehr, habe ich hier nicht. Wobei ich habe Ja. eine links und eine rechts. Da bin ich Mein, schon stolz drauf. das sieht toll aus. Ich habe extra diesen LED-Ring gekauft für einen Smiley bei Amazon und er funktioniert ganz gut. Ich glänze aber so schweinig. Ne? Außerdem habe Das. ich hab ein bisschen, ich hab ein bisschen Sonnenbrand von den letzten Tagen, weil es war jetzt so schönes Wetter. Ich wollte es gerade Also, sagen, du warst schon an der Luft, oder? Man sieht es ein bisschen. ja, Gesunder, ich war laufen. Ich muss gesunder. ja diesen Körper irgendwie, weißt du, ich bin ja so ein anaboles Dreckschwein. Ich muss ja diesen Körper irgendwie aufrechterhalten, weißt du? Ja, und du musst ja vor allem auch mit dem Hund raus. Wie geht's denn dem Otto? Otto geht's gut. Der ist, wo ist er denn jetzt eigentlich da? Ich glaube, der ist gerade draußen bei meiner Frau. Ich kann ihn gleich mal dazu holen, dann winkt er Hol doch mal. mal dazu. Da freue ich Otto mich. geht's, Otto geht sehr gut. Wer ist, das ist ja der Vorteil. Du bist ja auch Hundehalter. Was Hunden uns voraus haben, sie sind von der derzeitigen Krise komplett unbetroffen. Der Otto findet es eigentlich ganz Ständig. geil. Ich bin 24 Stunden zu Hause und gehe ständig mit ihm spazieren. Ist Meiner ja nicht da. genauso. Findet es total geil irgendwie und findet alles super, wie beides in die ganze Zeit darf. Besser wird sein Leben nicht mehr, ehrlich gesagt. Und ich habe vorhin ein bisschen in dein Happy House Arrest reingehört. Übrigens, große Empfehlung. Wann macht ihr die nächste Show? Die nächste Show ist am Freitag um Freitag. 17 Uhr Happy Hausarrest auf Maispaß mit meinem Freund Rainer Remford, mit dem ich den Podcast Ach, sehr Alliteration am geil. Arsch gemacht habe. Alliteration Ja, am Arsch. Sehr gut. Der ist dann der aber Gast. wir werden das, also wir werden keine Webcam von Rainer dazu schalten, weil wir Angst haben, dass die Leute nackt vom Stuhl fallen. Weil er einfach so ein hässlicher Bastard ist. Nein, natürlich wird er zu sehen. Er wird zu sehen sein. Er wird zu sehen sein. Warte mal, Okay. wie habe ich, da schreibt jemand, wie habe ich mit einer Langhaarfrisur eine Frau kennenlernen können? Ich habe die Frau kennengelernt, die ich geheiratet habe. Also ich Oh. bin dann dabei geblieben. Oh. Ich überlege gerade, gibt es irgendeinen Mann, der mit langen Haaren gut aussieht? Weil viele reden sich ja ein, aber Der Sänger von Wet 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 früher, der hatte damals, weißt du noch, Oh, stimmt. 1994, Oh, der war nicht ja, hässlich. Das stimmt. der war nicht hässlich. Er Das hat leider stimmt. 2 Jahre später, nachdem sie diesen großen Welthit hatten, du weißt noch, ne, von War das Fjord, dieses. sein Todesfall, hat er mit Heroin angefangen. Das hat ihm nicht so gut getan. Geh War nur das Farbe, hör dieses. doch Das auf. war doch dieses Video mit dem, was so sehr blau-schwarz war, oder? Irgendwie, das war doch so. I feel it in my fingers. Oh, das war gar nicht Feel it. schlecht. Ja, Das stimmt, war schön. der war hübsch. Und Das war natürlich ein Katy schöner Perry Film. mit Ich dem war erst Kopf. 10, also das hat mich jetzt, also die Hübschheit konnte ich jetzt nicht beurteilen, aber der Film hat mich berührt, das weiß ich noch. Da gibt es eine sehr schöne Szene, wo John Hannah die Trauerrede hält für seinen verstorbenen Freund und dann erst bei der Trauerrede überhaupt bekannt wird, dass sie ein Paar waren. Und dass sie überhaupt schwul waren. Erinnerst du dich nicht? Doch, Doch, natürlich, wo er das legendäre Gedicht vorträgt. Stop all the das legendäre. clocks. Genau, sehr gut, genau. Schmeißt den Hunden keine Knochen hin. Es ist wirklich sehr, Der sehr, sehr Coach. schön. David Garrett schreibt Apache. Die Leute, also ich bin mir nicht ganz sicher, die Leute posten gerade ganz skurrile Sachen. Bülent Ceylan, David Garrett und Apache 207. Das sind Männer, die mit langen Haaren gut aussehen. Okay, alles klar. Mein Mann schreibt hier Queen Schnipsel. Immerhin. Chris Hemsworth als Tor. Ja gut, Chris Hemsworth könnte auch. Ja, ich Chris bin ja Hemsworth jetzt. könnte auch einen Kartoffelsack haben über dem Ich bin Kopf. ja, wie du weißt, heterosexuell, aber bei Chris Hemsworth würde ich jetzt auch sagen, naja, also das ist schon, Kann man schon mal eine Ausnahme da machen, ist schon ein stabiler Bursche. Da kannst du, also wenn der da, dann, ich gucke ungern Filme mit Leuten wie Chris Hemsworth, weil das dir ja einfach noch viel mehr vor Augen führt, was für eine dysfunktionale, fette Wurst du bist. Also das, egal wie viel Sport man macht, wenn Chris Hemsworth oder auch Hugh Jackman, der mittlerweile irgendwie 54 ist, als der beim letzten immer noch Wolverine gut da, ins Rumpf steht. Da haben wir diese ja, immer Männer. Das noch, ist zum das ist ja Kotzen. total. Das ist aber, oder Brad Pitt schreibt gerade jemand, ja, Brad Pitt Aber sieht ich halt finde nicht, leider dass auch noch Brad Pitt mit abartig langen gut Haaren aus. gut aussieht. Brad Pitt mit kurzen Haaren sieht gut aus, aber Ich mit langen. glaube, Brad Pitt würde selbst gut aussehen, wenn er in einem Güllebecken stehen würde. Der sieht einfach immer sehr, sehr gut aus. Ich habe bei Once Upon a Time in Hollywood, den ich richtig gehasst habe, den Film, war Ich wollte gerade mein fragen, kleiner, ich ich fand höre ihn nichts viel fürchterlich. Gutes. Okay. Nee, er war schrecklich. Aber Once Upon a Time in Hollywood, da muss man sagen, die wenigen Highlights hatte Brad Pitt und man sitzt halt im Kino und denkt so, ey, was macht dieser Motherfucker? Der ist irgendwie Mitte 50, der trinkt wahrscheinlich morgens Embryonenblut, um immer noch so auszusehen. Wie macht der das? Weißt du, ich quäle mich hier dreimal die Woche den Rhein runter, 6,5 Kilometer, weil ich gegen Reinhard Remford antrete Ja, ich hab's im gehört. Laufen. Und Hier ich. steht schon, Reini wird dich platt machen beim Marathon. Reini wird mich platt machen beim Marathon. Dieser, weißt du, das ist wirklich gemein an Reinhard Remford, ist dieser kleine fette Bastard. Der hat mit 110 Kilo angefangen. Wir sehen uns ja nie.
Der Podcast findet da auf Entfernung statt, weil er leider 300 Kilometer entfernt wohnt. Und er hat immer, ich habe ihn gefragt, ne, weil, wann fängst du jetzt mal an mit dem Laufen, wann fängst du mal an, weil wir hatten diese Herausforderung am 17.05. beim Viva Westmarathon, die 10 Kilometer gegeneinander zu laufen. Ich weiß, es klingt ein bisschen erniedrigend, 10 Kilometer als Herausforderung, aber für jemanden mit 110 Kilo und auch meiner einer, der nicht so dünn ist, war das schon ein Ziel, ne? Und Reini hat halt immer gesagt, ja, ich bewege mich im Moment noch nicht von der Stelle. Und ich hätte eigentlich, ich hätte es riechen müssen, dass er mich verarscht. Und irgendwann kam dann mal raus, dass er zu Hause ein Laufband stehen hat. Und damit, und dieser blöde Penner, der kam bei mir ins Wohnzimmer rein vor 3-4 Wochen und hatte 20 Kilo abgenommen. 20 Kilo. Das heißt, er ist jetzt bei 90 und will noch weiter runter? Oder? Er ist bei 90, damit deutlich unter mir, aber er ist halt auch ein bisschen kleiner, aber er ist halt auch einfach fit geworden. Der Typ läuft 10 Kilometer jetzt. Ich bin heute noch 6 Kilometer in Rhein runtergelaufen bis hier. Kennst du das Schiff Alte Liebe? Das ja, da? Ja, da habe ich umgedreht, habe mich kurz erbrochen, weil ich konnte nicht mehr und dann bin ich zurückgehumpelt. Das ist wirklich erniedrigend. Aber kennst du das auch? Weil bei mir ist es immer so, wenn man dann mal längere Zeit keinen Sport gemacht hat und so und sich dann denkt so, ach ja, das hängt ja alles ein bisschen so. Und dann machst du einmal Sport, dann läufst du einmal und dann stehst du vorm Spiegel und denkst dir, ach guck mal, wie straff alles Ich laufe jetzt seit ungefähr 3 Wochen effektiv. Okay. Ne? Und bin eben ins Arbeitszimmer gekommen, wo meine Frau am Homeoffice saß und ich habe 4 Kilo abgenommen. Und ich war in Unterhose, also wir haben uns schon mal nackt gesehen, deswegen war das nicht so schockierend für sie. Ich gucke sie an, ich sage, guck mal, ich habe 4 Kilo abgenommen. Und sie guckt mich an, kneift so einfach in meinen Speckbauch und sagt, naja. Das war's. Und mehr war's nicht. Doch, es zählt als Scheidungsgrund offiziell. Ja, aber ist egal. Ich habe sie ja genommen, weil sie so ist wie sie. Aber 4 Kilo, ey. 4 Kilo, das ist gar nicht so schlecht. Aber sie hat bei der Geburt gewogen, ne? Ehrlich gesagt, finde ich Laufen gerade echt anstrengend. Ich bin gestern Abend um 5 nochmal mit meinem Mann gelaufen am Grüngürtel und es ist Autoscooterfahren. Es ist, weil natürlich jeder. Krass, grad, ne? Ist das unfassbar? Jeder will natürlich raus und ich kann es voll verstehen, aber ich war so gestresst. Wir hatten auch noch den Hund dabei, dann 10 Fahrräder vor dir, 10 Fahrräder hinter dir. Ich habe irgendwie gesagt, ich drehe wieder um, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe, ich meine, wenn du auf dem Kölner Grüngürtel laufen gehst, dann kannst du dich auch direkt auf die A40 stellen. Das ist jetzt nicht die allerglücklichste. Die A40 wäre jetzt leerer, glaube ich. Ja, das stimmt auch wieder. Nee, aber das habe ich vorhin mit Vicky auch schon besprochen, dass man im Moment wirklich so ein seltsames Vermeidungspilates macht mit den Leuten. Das ist ja schon fast, man muss, also wirklich, ich wohne halt in der Innenstadt von Köln und die Gehwege sind schmal und dann tanzt man so eine ganz seltsame, so ein Virusballett umeinander rum. Ja, also eben hat mein Nachbar mir, wir wohnen im Haus mit 10 Parteien, hat mir die Tür aufgemacht, machte die Tür auf und das ist kein Chef, er macht die Tür auf und lehnt sich so zurück. Und ich dachte erst, der Mann ist kollabiert oder eingeschlafen und so. Und dann wurde mir erst klar, dass er seinen Kopf ferner halten wollte als seinen Körper. Und mir weghalten. Und dann denke ich auch so. Also, ich denke mir jedes Mal, wenn ich jetzt hier durchs Treppenhaus gehe und mir kommen Leute entgegen, was mache ich? Soll ich aus dem Fenster springen? Soll ich mich so wie heißt das, Downton Abbey, wo die immer sich so an die Wand gedreht haben? Wenn die Herrschaft vorbei ist. Wenn die Königin kommt, ja. Wir haben einen Nachbarn im Haus, der hat letztens, also wir wohnen im 4. Stock, wir haben einen Aufzug. Und wir stehen, mein Freund und ich stehen vor unserer Wohnungstür und haben den Aufzug gerufen. Und man kann aus irgendeinem Grund akustisch sehr gut hören, was in diesem Aufzug gesprochen wird. Und man kann auch sehr gut hören, wenn dort drin jemand hustet. Und wir standen oben und hörten einfach nur, wie der Mann die gesamten 4 Stockwerke aber dann kam dieser unangenehme Moment, dass er dann oben ankam und wir simultan entschlossen, wir steigen da jetzt eigentlich, glaube ich, doch besser nicht ein. Und er steigt uns aus, kommt uns entgegen, hältst du die Tür auf und wir so, weißt du was, wir nehmen heute mal die Treppe ab. Oh, das war so peinlich. Wir haben einfach nur 10 Minuten oben gewartet, bis der Aufzug da ist, um dann ihm die Tür aufzumachen und dann die Treppe zu nehmen. Das war mega. Das war einfach nett von euch vielleicht. Es war nett, wir sind rücksichtsvolle Menschen, aber schau mal, diese ganze Situation, ich weiß gar nicht, du hast wahrscheinlich jetzt in jeder Folge schon über diese ganze Situation, die wir haben. Ach du, lass raus. Wir hatten ja gestern keine Show, wir müssen noch ein bisschen aufholen. Was mich am meisten verunsichert und wahrscheinlich die Leute, die uns auch gerade zuhören, ist erstens natürlich diese Aussichtslosigkeit in Anführungszeichen. Also, dass wir bisher ja noch gar keine Direktive haben, wie es weitergeht. Ja. Also, die Bundesregierung hat vor 2 Stunden bekannt gegeben, dass das, was wir jetzt gerade machen, unser großes Ausweichpilates, wird noch bis Ende April gehen. Ja.
mein lieber Mann, wir haben heute den 1. Den April, das ersten, heißt, richtig. geht noch eine ganze Zeit. Und auch da ist nicht garantiert, dass es dann vorbei ist. Und zweitens, den zweiten Punkt habe ich gerade verschwitzt. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Was gerade die Leute so irritiert. Genau. Also, dass es so sukzessiv erstmal schlimmer wird und dass viele Sachen, also was mich am meisten gestört hat, sind zwei Dinge. Das mit den Masken finde ich wirklich irgendwie, wir leben in einem hochindustrialisierten Land Ja. und die Bundesregierung ist nicht in der Lage, 80 Millionen aufzusetzen. Oh, jetzt hängst du gerade, bei mir zumindest. Ich hoffe, du. Ah, da bist du wieder. Ja, mein Vater hat angerufen. Was muss man denn hier auf dem anrufen? Ist egal, der ruft Ah, jetzt hängst du leider schon wieder. Nee, da ist er wieder. mindestens noch dreimal an. Also jedes Mal, wenn ich weg bin, dann sind Ist es meine dann. Eltern. Alles klar, Da bin ja. ich wieder. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Alles gut. So, die Mein Masken. Vater hat Ja. angerufen. Entschuldige. Kein Problem, alles gut. Die Masken. Es kann doch nicht sein, dass wir kein. Also erst vor 3, 4 Wochen hieß es noch, Masken wären totaler Quatsch, braucht kein Mensch. Also wäre alles unnötig. Das war ja unisono die Ansage. Also wenn Masken, dann überhaupt zum Schutz von anderen. Das heißt, man soll die Maske Ja. tragen, um andere nicht zu infizieren. Jetzt plötzlich heißt es, es wäre eigentlich schon, also zumindest bei den Corona-Quellen, wo ich mich informiere, Dr. Drosten etc., ne, was die meisten wahrscheinlich hören, da heißt es dann auf einmal, ja, doch, wäre eigentlich doch eine ganz gute Idee. Die Bundesregierung sagt auch ganz gute Idee. Ich habe aber ehrlich gesagt relativ wenig Bock, 400 € irgendwie für 3 Masken auszugeben bei irgendeinem so eBay-Kleinanzeigen-Arschloch, das die Not von Menschen ausnutzt. Also ich finde, Ja, ist auch so. wie kann es sein, dass wir in einem Land leben, wo wir wirklich Atomkraftwerke hinstellen und wo wir uns an Raumfahrt beteiligen, aber wir sind nicht in der Lage, Mundschütze Ich herzustellen und glaube fordern jetzt tatsächlich, irgendwelche Omas aus dem Altersheim auf, sich ja. selber welche zu nähen. Also. Also das Problem ist momentan tatsächlich, dass diese ganzen Mundschutze natürlich einfach nicht bei uns hergestellt werden, sondern irgendwo in China und die haben gerade andere Sachen zu tun. So, ich glaube, das ist das Problem. Aber natürlich müsste es möglich sein, das zu machen tatsächlich. Und ich glaube, der Grund, warum es nicht gemacht wurde, warum gesagt wurde, nee, wir brauchen keinen Mundschutz. Ich habe das heute gemerkt, als ich durch die Stadt gelaufen bin. Jetzt habe ich Froschschweiß. So. Also, das hörte man, über Mundschutz reden und sich erstmal Genau. abräuspern. Ich habe heute gemerkt, als ich durch die Stadt gelaufen bin, da waren dann schon Menschen mit Mundschutz. Und ganz ehrlich, das ist ein anderes Gefühl. Weil ab dann hast du das Gefühl, okay, wirklich Seuche irgendwie. Und ich glaube, das wollte man vermeiden. Das ist so meine Theorie dahinter irgendwie. Das ist Du so. meinst, dass der psychologische Effekt der Ja, Grund war, warum ich man. glaube tatsächlich. Das kann sein und das kann auch richtig sein. Auf der anderen Seite sind wir doch schon seit gefühlt 6 Wochen mit Menschen mit Masken konfrontiert. Ich war vor. Lass mich nicht lügen, 5 Wochen am, das war das erste Mal, dass mir so diese verschärfende Situation auffiel. Da war ich vor 5 Wochen am Frankfurter Hauptbahnhof, war da in der Ecke aufgetreten und wollte Ibuprofen haben, weil ich Kopfschmerzen hatte Ja, und gibt's bin nicht mehr. unten in diese, am Frankfurt, ja doch, zu der Zeit gab es noch Ibuprofen und da war Ibuprofen auch noch kein Gefahrenfaktor, bevor es dann plötzlich ein Gefahrenfaktor, bla bla, du weißt ja, wie es ist. Ja. Dann bin ich in diese ganz fürchterliche, im U-Bahn-Bereich des Frankfurter Bahnhofs gelegene Apotheke gegangen. Und vor mir waren 4 Leute und jeder hat nach Masken gefragt. Das ist 5 Wochen her, jeder. Und jeder hat die gleiche Antwort bekommen. Dann war ich an der Reihe und sagte, ich hätte gern, die Frau guckt mich an, sagt, wir haben keine Masken, es tut mir leid. Ich sage, ich will eigentlich nur Ibus haben. Haben Sie Ibuprofen da? Und sie so, ja, das haben wir, das ist der erste, das haben wir Hat sich heute. voll Ne? Und das gefreut. war, oder genau, die hat sich gefreut, mal diese Frage nicht gestellt zu bekommen. Und da habe ich mich noch richtig amüsiert über diese Szene, über diese ganze Situation. Und dann gab's, das war die Zeit, als man diese Masken noch bekam. Und da war aber auch im Stadtbild das schon relativ präsent. Und jetzt mittlerweile, ich war vorhin, habe ich ja dem Miki eben auch schon erzählt, ich war vorhin im Rewe bei mir um die Ecke. Du wirst von einem Security-Mann in den Laden gelassen. Ja, absolut. Du wirst der dir dann deinen Wagen gibt. Und innen drin, die Hälfte der Leute hat Mundschutz. Und du kommst Absolut. dir wirklich, es ist eine filmische Situation so. Ne? Also Also bei ich uns, bin. hier im Rewe ums Eck irgendwie nachmittags um 4 sieht es aus wie vom Berg rein. Das ist wirklich so. Das ist die Leute sind vielleicht nicht so stylisch, aber die Schlange ist dieselbe. Ja, aber das, also ich kann den Gedanken natürlich verstehen, warum man reglementiert, wie viele Menschen da reinrennen. Aber die ganze Situation im Supermarkt, also wie die Leute sich ausweichen und die Gänge, in den Gängen ist immer ein auf den Boden gedruckt 1,5 Meter Abstand halten und dann denkst du, der Gang ist gar nicht 1,5 Meter breit. Also was wollen die? Soll ich Nee, geht jetzt, auch soll nicht. immer nur einer pro Gang durchlaufen Kannst du auch oder? nicht tatsächlich. Ja. Das ist eine im weitesten Sinne wirklich surreale Situation. Aber Ne? glaubst du, dass Und das den Leuten
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du das Gefühl, dass es dir selber aufs Gemüt schlägt oder dass es den Leuten aufs Gemüt schlägt? Merkst du was an der Stimmung gerade? Ich Oh, finde, guck mal, das Julia Bier. namens Martin schreit. Küsschen, zurück auf jeden Fall. So. Ach ja, unsere Suchtpotenzial, Julia. Hallo, kleine Ja, Maus. Thorsten hat auch schon geschrieben. Grüß mal schön. Greta oder wer? Nee, der von Walde. Ach, der, so, natürlich. Das ist aber auch schön. Ja. Was wollte ich sagen? Ob es aufs Gemüt schlägt. Ja, ich glaube, dass, also zumindest, wenn du mal darauf achtest, es schlägt den Leuten aufs Gemüt. Also ich finde den Umgang irritierend. Es gibt immer noch Leute, die sich irgendwie anlächeln und. Also, als ich vorhin in der Reihe vorm Supermarkt stehen musste, hat mich jemand sehr nett angelächelt. Da sagte ich immer, wir sind schon so weit, dass wir hier im Supermarkt anstehen müssen, um Konsumgüter zu kaufen. Das ist wirklich Zone. Ne? Also, du kommst dir vor Gibt wie DDR Südfrüchte. Nord. Es gibt Genau, gibt Südfrüchte. Südfrüchte, es gibt Südfrüchte. Ich kapiere hier schon mal für 3 Bananen. Es war eine surreale Situation. Der Mann neben mir hatte Humor und man merkte das auch und fand die Situation genauso befremdlich wie ich und hat mit mir gelacht. Gestern saß ich auf einer Bank im Park bei mir vor der Tür und eine Frau nahm neben mir Platz und hatte Toilettenpapier dabei. Und dann habe ich mich wahnsinnig nett eine halbe Stunde mit ihr unterhalten, weil ich sagte, Sie sind ja eine letzte Kämpferin. Wie sind Sie überhaupt da rangekommen? Haben Sie irgendwie mit 2 Klappmessern ins Aldi oder wie? Und dann musste sie lachen und das war sehr nett. Das heißt, man hat teilweise auch den Aufschlag, sich mit Leuten zu unterhalten, mit denen man theoretisch gar keinen Kontakt. Oder weißt du, so oft sitzt man halt nicht auf der Bank und quatscht fremde Leute an. Oder hat Also einen Aufschlag, das zu tun. ich habe viel mehr Kontakt mit meinen Nachbarn zum Beispiel, auch hier so in der Nachbarschaft, weil mir auch mal so eine ältere Frau hier ums Eck gefragt hat, ob wir mal ihren Hund mitnehmen sollen vielleicht oder sowas, dass sie zu Hause bleiben kann. Was ich momentan wahnsinnig schwierig finde, ist Facebook etc. Da verliere ich gerade komplett die Lust, muss ich ehrlich sagen, weil ich das Gefühl habe, dass jeden Tag ein anderer Virologe sein Virologendiplom Ja. macht und ich finde es nicht Es gibt, anstrengend, aber ich finde es zu es gibt höllisch. ja eigentlich diese beiden Bedeutungen. Es gibt den Professor Dr. Hendrik Streeck, Okay, ach du der meine sitzt Goste. im Dingsstudio, im Stern-TV-Studio seit, glaube ich, 4 Wochen und verlässt es nicht. Der bleibt die ganze Zeit immer, Halaschka kommt rein, stellt eine Frage, geht wieder nach Hause, schläft mit seiner Frau, am nächsten Tag kommt er wieder und Hendrik Streeck ist immer noch Vielleicht wird da. er auch so eine Schubkarre reingefahren Der werden, wird, ne? genau, der wird auf den Sackkarren, wird Hendrik Streeck da rein. Den Typen finde ich semi-creepy. Also der ist sicherlich ein genialer Wissenschaftler, aber kein guter Kommunikator und relativ Ja. kalt. Also der kann auch so emotionale Fragen, also das ist immer ganz lustig, weil dann versucht Herr Laschka immer so Sachen aufzumachen wie, ja, was glauben Sie denn, dass viele Menschen so fühlen? Und Hendrik Streeck, der wirklich aussieht, als wenn er aus der Nahrungskette. Oh, ich glaube, Papa ruft nochmal an. Kann es sein? Da ist gerade wieder eine Unterbrechung. Ah, da ist er wieder. Papa nochmal. Er hat schon wieder angerufen. Ja, das ist, warte mal. Ich muss mal ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Alles klar, meine Damen und Herren, solange ein Bis. bisschen Musik hier ist, Ja. Christopher. Oh, guck mal hier, ich gehe gerade mal die Sachen durch hier. Kleine Empfehlung von Dr. Thorsten von Walde und Professorin Julia Gammes-Martin, Alkohol. Ja, das hat es nicht der Drosten auch empfohlen, dass Alkohol gar nicht so schlecht wäre? Facebook ist der Inhaber von Insta. Weiß ich. Trotzdem finde ich momentan den Umgang bei Insta, ehrlich gesagt, ein bisschen zivilisierter als bei Facebook. Redest du gerade noch mit mir, ohne dass ich da bin? Hier Nee, bin ich wir wieder. brauchen nicht gar nicht. Nein, ich habe gerade ein bisschen Kommentare vorgelesen. So. Ach so. Frau Gammes-Martin rät uns zu Alkohol. Da hat sie allerdings leider auch recht. Prost, mein Lieber. Du Ja. sitzt wahrscheinlich wieder nur. Ja, also das stimmt wirklich. Ein Wasser, ey, Bursche. Dass mein Alkoholkonsum jetzt noch nicht bedenkliche Maße angenommen hat, aber definitiv viel, viel, viel mehr als sonst. Ja, Ja, mein also Gott, viel, man viel braucht klingt halt jetzt auch so, gar keinen. als würde ich hier morgens wiederbelebt werden. So ist es jetzt auch nicht. Ich liege hier nicht. So ist es nicht. Nee, Aber ich finde, man also hat ja ich gar tue keine mir Lust, sich abends zu einfach mal eine betrinken. Flasche Wein rein. So. Ja, Doch, aber total. Ich habe ich total finde, man hat Lust. keine Lust, sich zu besaufen, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Was willst du machen? Willst du in deinem Wohnzimmer tanzen oder was? Aber abends ein Weinchen kann ich voll nachvollziehen. Also Naja, das. besaufen jetzt nicht, aber hab ich mit Freunden wirklich die letzten paar Tage jeden Abend gemacht. Wir haben hier das iPad aufgebaut, mit mir und meine Frau und ich haben das iPad aufgebaut. Und haben wirklich mit anderen Freunden, die vor ihrem iPad saßen, FaceTime gemacht und uns, naja, nicht volllaufen lassen, aber wir haben locker 2,5 Flaschen Wein weggehauen über Weißt 4 Stunden. So. du, was gut geht? Kniffeln. Wir Ohne wollten, Witz. wir hatten schon über Stadt, Land, Fluss nachgedacht, aber Stadtlandfluss ist seit nicht schlecht, aber Kniffeln ist eigentlich viel lustiger und das geht super mit dem iPad. Kannst du prima machen. Schön Weinchen dabei, Kniffeln mit Freunden, großartig. Ich habe in meinem jetzt letztlich umhauen, weil du bist ja genauso wie ein Kind, wie ich der 80er Jahre, naja, knapp. Ich habe in meinem Leben noch nie gekniffelt. Jetzt hör auf. Noch Ernsthaft? nie.
Was geht? Es gibt ein paar Kindheitsspiele und Erinnerungen. Doch, ich erinnere mich an ein schmales Kniffel, was ich wohl mal mitgemacht habe und dann irgendwie dachte, es ist wirklich nur Würfeln? Also wir würfeln jetzt nur die ganze Zeit, wir würfeln einfach und dann schreiben wir es Du auf. hast noch nie mit dem Luckenpack gekniffelt, dann wirst du merken, es ist mehr als einfach nur Würfeln tatsächlich. Es ist, wenn du mir deine Adresse gibst, schicke ich dir morgen einen Kniffelbecher, ich sag's dir ganz Ach, offen. online kniffeln oder was? Ja, Oder kannst du auch. kniffeln? Nee, ich habe ja einmal, ich habe mir in der Garderobe mit dem Lumpenpack schon öfters gekniffelt. So, und das ist crazy. Da wirst du mal sehen, was Kniffeln wirklich ist. Ich habe letztens mit meiner Frau das erste Mal Scrabble gespielt und es ist fast zu Das ist häuslicher nicht. Gewalt gekommen. Also ich habe Ach, den. übrigens, das wollte ich dir noch sagen. Ich bin ja so dankbar für das Wort Handgemenge. Das habe ich durch dich erst wieder so richtig gelernt. Ihr müsst mir unbedingt alle Bastian Bielendorfer bei Twitter folgen, weil da nämlich gerne mal Episoden aus dem Eheleben kommen, die eigentlich immer mit kurzes Handgemenge Danke. enden. Und also Scrabble hat wirklich fast mit dem Handgemenge geendet, weil meine Frau die Regeln, die Knüffelnummer, die Scrabble hat, einfach auf einem Maß gedehnt hat. Das gesagt hat, hör zu, wir brechen das jetzt hier ab, sonst haust hier gleich einer rein. Ich kann nicht mehr. Wir können das so nicht spielen. Sie hat mich wahnsinnig gemacht. Das war wirklich fürchterlich. Wir haben das, weil ich hatte eine Queen-Doku gesehen. Hatte gesehen, dass Queen auf Tour immer leidenschaftlich gerne zusammen Scrabble gespielt haben. Freddie Mercury war ein großer Scrabbler, kann man sich kaum Ernsthaft? vorstellen. Also, Nee, kann man sich nicht vorstellen. abseits seines wilden Sexual- und Drogenlebens hat er einfach auch gerne mal das Scrabble-Brett Drogen, hingelegt. Ficken und Scrabble. Scrabble, genau, ja, das war Freddys Leben. Kannst du dir jetzt bei, weiß ich nicht, Cannibal Corpse auch nicht vorstellen, wie im Turbo sitzen Slipknot und alle packen das Scrabble-Brett aus. Aber Queen hat auf der Europatour damals Scrabble gespielt, sehr viel. Und ich fand das toll und habe gedacht, okay, ich kaufe mal Scrabble, habe mir bei Amazon bestellt und habe dann hier zu Hause aufgebaut. Und innerhalb von 20 Minuten war so schlechte Laune in der Bude für alle Beteiligten, weil erstens ist das Reglement von Scrabble, sind zwei volle DIN A4 Seiten. Das ist Ja, wirklich unfassbar. wenn man sich dran hält, ist es richtig umständlich, leider. Ätzend, total ätzend. Es gibt total viele Sachen, die man nicht darf. Und das Allerätzendste war, dass sie dann ganz am Ende habe ich gewonnen und sie hatte irgendwie noch halt nichts auf der Hand, was man hätte legen können und hat dann Chan gelegt. Chan. Und dann meinte sie, das wäre ja der Nachname von Jackie Chan. Und ich sag so, ja, das ist auch nebenbei der meistbenutzte, also der häufigste Name überhaupt im asiatischen Raum oder bei Chinesen. Also Chan ist der häufigste Nachname Aber überhaupt. Namen darf man doch gar nicht, oder? Genau, habe ich So. auch gesagt. Und dann sagte sie, ah, schade, warte, ich Sorry, google Frau das mal. Podesti. Und 5 Sekunden früher, später zeigte sie mir dann auf ihrem Handy, dass Chan nebenbei auch eine Spielart des Konfuzianismus ist. Und das darf man durchaus. Und dann hat sie gewonnen. Und ich saß da, ich dachte so, ey, ich lass mich scheiden, du kannst mich am Arsch lecken mit deinem scheiß Scrabble. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf mit. Wie gesagt, Scrabble. ich schicke dir Kniffel, das ist viel friedlicher. Mach dir keine Sorgen, Kniffel, kannst du ja, machen. bist du ein Kniffel, du bist ein Kniffeltyp. Kniffel finde ich ganz gut. Kniffel finde ich ganz, das kann man mal gut machen. Und wie gesagt, über das iPad, großartig. Ich Basti, würde, ey, bitte, Entschuldigung, sind wir schon wieder durch? wir sind schon wieder durch tatsächlich. Aber ich wollte noch fragen, tatsächlich, was mit Alliteration am Arsch. Macht ihr da gerade jeden Tag Folgen eigentlich? Oder. Wir machen im Moment bei Alliteration am Arsch, könnt ihr, kleine Semi-Werbung könnt ihr hören, bei iTunes, Spotify oder Wollte ich Podigee, doch gerade sagen. machen wir im Moment eine tägliche Folge, das Corona-Häppchen, immer so 30 Minuten. Normalerweise erscheinen unsere Folgen immer sonntags. Und die heutige Folge hat sich doch relativ stark dadurch ausgezeichnet, dass es wirklich, Es waren sehr viele wir haben, Pornotitel, habe ich gehört. genau, es waren 270 Pornotitel, die wir versucht haben, ernst uns gegenseitig vorzulesen Das hat und schon nach spätestens 10 als Sekunden nicht mehr geklappt. Es war nach 10 Sekunden nicht mehr möglich. Da waren Sachen bei. Ich glaube, Hattet ihr auch das schwulen war. Pornos dabei? Weil ich glaube, da ist Ja, noch. ja, 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 okay, ja. alles klar. Oh, da war ein Das ist schönes auch noch eine Fundgrube, Eckbar. sage ich dir. Das Wunder in Bernd. Ich konnte nicht mehr. Das Wunder in Bernd. Ich konnte nicht mehr. Ja, wir haben wirklich versucht, uns das ist. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Irgendein Fan hat uns das geschickt und da habe ich zu Reini gesagt: Hör zu, komm, wir lesen einfach zum Intro des Podcasts mal 10 Stück vor. Und dann hat sich das so verselbstständigt, dann haben wir einfach 25 Minuten lang Pornotitel vorgelesen und sind kollabiert. Ich dachte, mir bricht gleich einfach das Gesicht auseinander vor Lachen. Da sind so Klamotten bei, ich kriege es gar nicht mehr, der Glöckner und seine 7 goldenen Glocken und so, also da waren einfach absolute Böller bei. Wenn ihr das hören wollt, die Corona-Häppchen 16, heute 1. April, sind gerade erschienen, könnt ihr mal anmachen. Sehr gut. Und hier hat jemand geschrieben, ich glaube, das ist euer inoffizieller Slogan, oder? AAA muss man nicht hören. Ja, das geht darauf zurück, dass mein lieber Freund Rainer Rinfort, mit dem ich das mache, mal bei den Rocket Beans eingeladen war.
Und wir vorher ja besprochen hatten, er soll Werbung für diesen Podcast machen, weil die haben 50.000, 60.000 Zuschauer im Internet. Und dann saß er da, hat 1,5 Stunden lang über seine Lieblings-Super-Nintendo-Spiele und über die Herstellung von Diamanten geredet, was er kann als Physiker. Und dann am Ende fragt der Moderator, oh, du hast auch einen Podcast. Und da sagte er, ja, ja, aber den muss man nicht hören. Das war alles. Und ich habe fast auch so, als ich das gesehen habe, habe ich fast aufs Sofa geschissen. Ich dachte, ich bringe ihn um. Und ich würde es empfehlen, horcht mal rein. Ich finde es sehr, sehr lustig. Basti, tausend Dank, dass du mitgemacht hast. Hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Kopf oben halten und ne, Kniffe, ich sag's dir. Kniffel. Wir sehen uns hoffentlich bald in der echten Welt wieder. Danke dir. Das hoffe ich auch sehr. Bleib gesund. Ciao. Tschüss. Ja, das war Basti Bielendorfer und das war auch die Show für heute tatsächlich. Stay the Fuck Home Show vom 1. April. Morgen gibt es wieder eine Sendung und dann ist Mirja Böß zu Gast und es wird musikalisch, fürchte ich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis morgen. Ciao.